der bereits siebte Lehrlingsball der Vorarlberger Industrie im Festspielhaus in Bregenz stand, nicht ganz überraschend, unter dem Motto 007 James Bond. Entsprechend glamourös wurden auch in diesem Jahr die erfolgreichen Lehrabsolventen der heimischen Industriebetriebe gebührend gefeiert. Mit über 4000 Ballgästen wieder ausverkauft, durfte die Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Vorarlberg zum bei weitem größten Ballereignis des Landes begrüßen. Ich erkläre den siebten Lehrlingsball für eröffnet. Viel Spaß! Lehrlingsball, eine Innovation der Industrie, zum siebten Mal eine ganz tolle Sache. Wir sind stolz, dass dieses Produkt anhält. Wir haben 4000 Gäste heute Abend. Das erfüllt uns mit Freude, weil die jungen Menschen sollen heute geehrt werden. Ähnlich wie Maturanten haben wir den Lehrlingsball für unsere Fachkräfte der Zukunft. Ein Alleinstellungsmerkmal von Lehre am Ball ist, dass ganz normale, aber besonders motivierte Lehrlinge als Moderatoren durch den Abend führen. Auf diese Weise wird von Beginn weg klar, dass dieser Ball von, mit und für Lehrlinge gemacht wird. Mit besonderem Stolz nahmen auch in diesem Jahr der Landesstatthalter und der Präsident der Vorarlberger Wirtschaftskammer mit ihren Gattinnen am Ball teil und freuten sich über die Wertschätzung, die den Lehrlingen, aber auch ihren Lehrbetrieben entgegengebracht wurde. Die duale Ausbildung ist eine der zentralen Stärken des Wirtschaftsstandortes Vorarlberg. Engagierte Unternehmen, die in der Fachausbildung tätig sind, die kommende Generation ausbilden. Das Land Vorarlberg steuert mit sehr gut ausgestatteten Berufsschulen jeden Teil bei, der die schulische Ausbildung betrifft. Und diese Mischung ist ganz entscheidend für den Erfolg unseres Wirtschaftsstandortes, auch für die Zukunft. Gleich zu Beginn des Balls zeigten die Lehrlinge mit der Polonaise, dass sie auch auf dem Tanzparkett eine gute Figur machen. Die Polonaise-Kleider wurden in diesem Jahr von der Designerin Sigrun Mager-Brendle entworfen und von der Moosbrucker Dirndl-Werkstatt in Bezau gefertigt. Ich finde auch, es hat sich entwickelt, das kommt wieder, dass sich die Mädchen wie ein Mädchen fühlen, dass sie schön angezogen sein wollen und dass sie einfach wie ein Mädchen aussehen wollen, nicht zu maskulin, und das finde ich eigentlich schön. Die wunderbaren Stoffe und Stickereien für die Kleider wurden von den beiden Lustenauer Unternehmen Hofer Hecht und Albert Bösch kostenlos zur Verfügung gestellt, genauso wie die topmodischen Strümpfe von der Firma Wolfert. Hier zeigte sich wieder einmal ganz besonders, wie in Vorarlberg in Sachen Ausbildung branchenübergreifend zusammengehalten wird. Da wartet man schon drauf auf diesen Ball. Es ist der Ball der Bälle, würde ich sagen, gerade im Lehrlingsbereich, Ausbildung. Und wir sind auch sehr stolz darauf, dass hier vor allem so viele mitarbeiten, mitorganisieren, dann sofort wieder Darsteller sind. Und ich glaube, es ist gut, wenn man das ganze Jahr gut arbeitet, darf man auch feiern. Und vor allem, es ist auch eine Imagepflege. Ich denke, der Ball hat heute im Ballkalender des Landes doch weit vorne einen guten Rang und guten Ruf. Und das ist schön für die jungen Leute, aber auch für die Ausbilder, die hier ja aktiv mitmachen. Also wir sind stolz seitens der Wirtschaft auf diesen Ball. Der Lehrlingsball bietet jedes Jahr ein vielfältiges Programm für jeden Geschmack, und das auf den zahlreichen Ebenen und Bühnen des Festspielhauses. Ein Höhepunkt war die Ehrung der ausgezeichneten Lehrabsolventen des Abschlussjahrgangs 2014. In diesem Jahr wurden von Spartenobmann Hinterecker und Wirtschaftskammerpräsident Manfred Rhein wieder als Zeichen der Anerkennung Sterne an die Stars der Lehre in Vorarlberg überreicht. Insgesamt konnten in diesem Jahr 451 Lehrlinge aus über 100 Lehrbetrieben der Vorarlberger Industrie ihre Ausbildung erfolgreich abschließen. 69 Lehrlinge konnten durch ihre außerordentlich guten Leistungen ihre Lehrzeit sogar mit Auszeichnung beenden. Weitere Highlights stellten auch in diesem Jahr die Shows der Lehrlinge und ihrer Ausbilder dar. In zahlreichen Freizeitstunden wurde viel geübt und die vorhandenen Talente für die Bühne reif gemacht. Das Ergebnis konnte sich mehr als nur sehen lassen und führte zu warmen Begeisterungsstürmen bei den Ballgästen. Langjähriger und verlässlicher Partner des Lehrlingsballs ist die Hypo Landesbank, die auch an diesem Abend durch Vorstand Dr. Johannes Hefel vertreten wurde. Ja, wir unterstützen einfach ganz gerne die jungen Leute, insbesondere wenn sie selbst etwas organisieren. Und es ist nicht selbstverständlich, dass so ein Produkt, sage ich mal, wie der Lehrlingsball hier auch über Jahre hinaus noch die große Nachfrage hat. Mich freut es, dass es wieder gelungen ist, voll Haus zu haben, und wir sind gerne dabei.
Wie in jedem Jahr gab es auch beim 7. Lehrlingsball etwas ganz Neues. Mit einer großen Tombola-Aktion wurde ein nicht selbstverständliches soziales Engagement bewiesen. Die Lehrabsolventen, die mit ihrer Ausbildung viel Glück im Leben hatten, dachten an Kinder mit weniger Glück. Der Reinerlös der Tombola wird zur Gänze an das Netz für Kinder übergeben, das sich vorbildlich für Kinder ohne viel Glück im Leben einsetzt. Es gibt 5000 Lose, wo wirklich ganz viele tolle Preise dabei sind. Von Flug nach Dubai, Intersky-Flug, ein Urlaub in Kitzbühel, also wirklich wunderbare Preise. Und der Reinerlös kommt zugunsten Netz für Kinder. Einer der zahlreichen Unternehmer, die beim Lehrlingsball ihren Nachwuchsfachkräften die Ehre erwiesen, war Diplomkaufmann Christoph Walter von der Firma Gras. Da sind wir natürlich stolz, dass wir von der Firma Gras jemanden zur Verfügung stellen können, wo, glaube ich, schon sehr gut mit der Kollegin hier die Darbietung bringt, die Moderation für den heutigen Abend übernommen hat. Und ganz klar sind wir von der ganzen Firma stolz natürlich, dass wir hier jemanden haben. Ja. Auch Bildungslandesrätin Bernadette Mendel und Integrationssprecher Matthias Kutscherer freuten sich ganz besonders über den gelungenen Ballabend für die Lehrlinge. Ja, ich bin begeistert, dass dieser Lehrlingsball von den Lehrlingen für die Lehrlinge so angenommen wird. 4000 Jugendliche, die hier sind, und wir haben gerade jetzt miterlebt, wie viele junge Menschen auch ausgezeichnet wurden, weil sie hervorragend abgeschlossen haben. Wir sind natürlich im Land Vorarlberg stolz, dass wir so eine hohe Lehrlingsquote haben und das Niveau ausgezeichnet ist. Das stellen sie bei internationalen und bei nationalen Bewerben immer bestens unter Beweis. Sie schneiden hervorragend ab. Und ja, was mir jetzt ganz gut gefällt, sie haben sich alle ganz nobel angezogen. Die jungen Männer im Anzug und die jungen Frauen mit schicken Frisuren und ganz besonderen Kleidern. Ein wunderbares Bild für eine Bildungslandesrätin. Mir gefällt es ganz ausgezeichnet, ich finde das Programm ganz toll. Es ist sehr kurzweilig, es ist sehr unterhaltend. Und wenn man sich vorher angesehen hat, die Preisverleihung für die Lehrabsolventen 2014, man muss schon sagen, man hat keine Angst vor der Zukunft, wenn man diese Lehrlinge sieht. Ich bin überzeugt davon, die Lehrlinge haben alle eine gute Zukunft und haben eine gute Ausbildung hinter sich. Dass die Lehrlingsausbildung in Vorarlberg auch über den Grenzen bekannt ist und sehr hoch bewertet wird, bestätigte unter anderem Liebherr Aerospace-Geschäftsführer Josef Gropper. Mir gefällt es ausgezeichnet. Ich kenne ja den Lehrlingsball und das ist die Veranstaltung der Veranstaltungen, die ist durch nichts zu toppen. Denn in Vorarlberg ist die Ausbildung einfach absolute Weltklasse. Das kann man ohne Übertreibung sagen. Und auch die Arbeitnehmervertreter ließen sich die rauschende Ballnacht nicht entgehen und freuten sich über so viel Anerkennung für die Lehrlinge. Ich bin jetzt viele Jahre dabei, immer sehr gerne dabei, einfach als Signal an die Jugend, an die totale Ausbildung in Vorarlberg, und hoffe, es wird ein schöner Abend. Erstmals die Hauptverantwortung für das Mega-Event Lehrlingsball hatte in diesem Jahr Cornelia Linz von der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer. Mit Fortschreiten des Abends konnte auch sie immer mehr das wieder sehr dynamische Ballgeschehen genießen. Ja, wunderbar. Die wichtigsten Programmpunkte sind alle vorbei. Gut über die Bühne gelaufen. Ich glaube, es dürfen alle zufrieden sein und glücklich nach Hause gehen. Wir haben einen ausverkauften Ball, 4000 Gäste. Was will man mehr? Alle sind zufrieden. Perfekt. Auch beim Lehrlingsball der Industrie gilt: ohne Geld keine Musik. Daher ging abschließend ein ganz besonderer Dank an die großen Unterstützer des Balls. Die Hypo-Landesbank, die Vorarlberger Landesregierung, die Wirtschaftskammer Vorarlberg, das Modehaus Sagmeister und nicht zuletzt die Unternehmen der Vorarlberger Industrie. Nach einem rauschenden 7. Lehrlingsball darf man schon gespannt sein, was sich die Industriesparte der Wirtschaftskammer für den nächsten Lehrlingsball im November 2015 wieder einfallen lässt.